Willkommen bei Zauberbox TV. Um ein blaues Auge zu bekommen, muss man sich nicht zwingend prügeln. Man kann auch einfach ein wenig tricksen mit Farbe und sozusagen ein blaues Auge imitieren. Und wie das funktioniert, das zeigt euch heute die Jessica. Also viel Spaß beim Video über das blaue Auge. So, und willkommen zu meinem Gesicht. Als erstes nehme ich diesen blau-lila Ton und setze ihn mit einem Schwamm rund um mein Auge. Achtet darauf, dass die Form nicht allzu kreismäßig und regelmäßig aussieht, denn es soll willkürlich wie ein Schlag aussehen. Verblendet das Ganze gut in die Haut und nehmt auch nicht gleich zu viel von der Farbe, ihr könnt immer noch aufbauen und das Ganze intensivieren. Wie ihr seht, bin ich dann an das Aufbauen gegangen und habe an den äußeren Kranz ein Gelb gesetzt. Denn ein blaues Auge ist nie nur blau, das ist immer tausendfarbig eigentlich. Blendet das Gelb gut in das Blau, damit ein leicht grünlicher Übergang entsteht und auch hier wieder keine zu runden Formen, keine Regelmäßigkeiten, es soll einfach willkürlich aussehen. Als nächstes bin ich dann mit Rot über das Ganze gegangen, stellenweise auch hier wieder einfach schauen, dass es willkürlich ausschaut und nicht zu gleichmäßig ist. Dann bin ich nochmal in das Blau-Lila gegangen und habe das drüber gesetzt und tada, ihr seid fertig. Das war Jessica mit dem blauen Auge bzw. dem Tutorial über das blaue Auge. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao.